Die schwarze Perle, die die Meerjungfrau Sindbad zum Dank schenkte, hatte ihm und seinen Freunden sehr geholfen. Aber noch immer konnte Sindbad nicht glauben, dass es Wirklichkeit war, dass er wirklich eine Meerjungfrau gesehen hatte. Wie verzaubert stand er stundenlang am Ufer und starrte ins Wasser. Vielleicht war alles doch nur ein Traum. Vielleicht fange ich sie mal. Du wirst immer besser, Sindbad. Du fängst von Tag zu Tag mehr Fische. Wie machst du das nur? Keine Ahnung, Sheila. Ich werfe einfach das Netz rein und wenn ich es rausziehe, sind die Fische drin. Du hast schrecklich viel Glück, Sindbad. Neidisch könnte man werden. Pass mal auf, du wolltest doch zählen lernen. Eins und das ist der zweite Fisch. Nach der zwei kommt die Nummer drei. Das ist der zappelnde hier. Nach der drei kommt die vier. Das ist der hier. Und nach der vier kommt die fünf. Ich will dir nur zeigen, wie viel du gefangen hast. Ha! Komm, kleines Fischchen. Halt, wo willst du denn hin? Willst du wohl hier bleiben? Im Wasser kann ich mich nicht bewegen. Das weißt du ganz genau. Sindbad, die Meerjungfrau. Sie ist eben aus dem Meer aufgetaucht. Du kannst dich freuen. Deine Freundin kommt zurück. Wo hast du sie gesehen, Sheila? Da hinten, wo es glitzert. Und damit dürfte ich ja mal wieder abgemeldet sein. Oh. Ich wollte dir nur guten Tag sagen, Sindbad. Du bist unmöglich. Weißt du denn nicht, dass da drüben die spitzen Felsen sind? Willst du dich verletzen? Nein, aber ich habe gedacht, du freust dich, wenn ich dir guten Tag sage. Und außerdem wollte ich dich gerne um etwas bitten. Hä? Mich? Habe ich dir schon gesagt, dass ich überhaupt nicht schwimmen kann? Aber wenn du willst, dann lerne ich's eben. Danke, Sindbad. Na sag schon, was wünschst du dir? Ich habe davon gehört, dass es etwas gibt, das man Früchte nennt. Da, wo ich lebe, kennt man das nicht. Ich würde so gern mal ein paar Früchte mit nach Hause nehmen und sie den anderen zeigen. Vielleicht verstehen sie mich dann, warum ich so oft heimlich auf die Erde komme. Dein Wunsch ist mir Befehl. Es soll mir eine Ehre sein. Ich werde sofort zum Markt laufen. Oh, Sindbad, ist es wirklich wahr? Ist es auch nicht so schwer für aber dich? Aber nein, was soll denn daran schwer sein? Man geht auf den Markt und kauft welche. Wenn du willst, dann bringe ich dir jeden Tag frische Früchte und stell sie hier hin. Das musst du gar nicht, nur ein einziges Mal. Ist das wirklich alles, womit ich dir eine Freude machen kann? Ich würde dir die ganze Welt schenken, wenn du es von mir verlangst. Sind alle Menschen so nett wie du, Sindbad? Die meisten, aber ich bin der Netteste. Und selbst wenn es nicht stimmt, dann möchte ich gern, dass du es glaubst. Ich glaube es dir gern, Sindbad. Meerjungfrau, ich bin's. Meerjungfrau, hallo. Meerjungfrau, ich bin's. Sindbad. Gut, dass du kommst. Ich habe die Früchte mitgebracht. Hier, und ich hoffe, sie schmecken so gut, wie du es dir vorstellst. Ich danke dir so unendlich, Sindbad. Ich werde meinen Schwestern sagen, dass du der netteste Junge der Welt bist. Wie schön. Sage es ihnen lieber nicht, sonst sind sie enttäuscht, wenn sie mich mal zufällig sehen. Das glaube ich nicht. Sie werden nicht enttäuscht sein.